Kommen wir mal zum Thema Regionen. Ich habe heute Morgen in meinem Vortrag gesagt, die Musik wird auch in 2025 noch sehr stark in USA und in Europa spielen und China kommt als dritter Pol dazu. Und jetzt mal eine provozierende Frage. Sind wir als deutsche Hidden Champions oder generell als Deutschland in den USA nicht zu schwach? Haben wir den amerikanischen Markt vernachlässigt? Gucken wir zu stark nach Osten? Zumindest behauptet das John Kornblum, mit dem haben wir eine Veranstaltung am Montag, da ist das seine These, ihr vernachlässigt Transatlantika. Gibt es da Kommentar, Herr Balke? Also ich bin, das mag insgesamt schon stimmen, aber es gibt da auch Inseln, wo es nicht der Fall ist. Ich glaube, dass der größte Werkzeugmaschinenbauer heute in den USA Trumpf heißt, der da drüben eine Fabrik hat. Also die haben das früher. Also die sind größer als Cincinnati, Millerkron und so weiter. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest spielen sie bei den ersten fünf mit eine Rolle drüben und machen alles lokal dort. Also brauchen keine Importe mehr. Insgesamt, ich glaube, dass die deutsche Industrie, auch wenn man sich die Zahlen mal anguckt, die Exporte in die USA, da sind die schon in einer ziemlichen, einer oberen Stelle. Dass der Markt nicht nebendran liegt und nicht so einfach zu erobern ist, ist richtig. Aber das Interesse, glaube ich, ist schon groß. Und auch die Firmen, die dort vertreten sind, junge Firmen. Die Firma Arco aus Baden-Baden zum Beispiel, die erst vor 6, 7 Jahren angefangen hat, glaube ich, ja. Die haben heute auch schon einen relevanten Umsatz dort drüben. Mhm. Und es geht schon. Also nicht genug, natürlich ist es nie genug. Aber wie sieht das bei Ihnen aus? Wir machen ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes in den USA. In den USA. Und sind auch gerade dabei, mehrere kleine Akquisitionen dort durchzuführen. Und ich glaube, für ganz viele sind die USA einfach der Exportmarkt Nummer eins. Und ich denke, das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Also dann werde ich Herrn Kornblum am Montag berichten, dass seine These sei falsch. Ich hätte das hier abgefragt. Ja. Ist natürlich differenziert zu sehen, klar.